In dieser Folge sind wir wieder in der Straße von Bonifacio und besegeln das nördlich von Sardinien gelegene schöne und eindrucksvolle Naturschutzgebiet des Maddalena-Archipels. Anschließend geht es für uns wieder zum Städtchen Palau, welches wir uns diesmal etwas genauer ansehen. Danach lernen wir vor der Isla Caprera Julia und Markus von Sailing in Sieme kennen. Und bekommen mal wieder Besuch von der Familie, mit der wir uns unter anderem die Stadt Olbia ansehen, nochmal die nördlichen Inseln im Naturschutzgebiet besuchen und La Maddalena erkunden. Das sind wir und das ist die Viking. Wir segeln mit unserer Halberkasse 352 um die Welt. Ich bin Sophia und das ist mein Mann Mike. Hey! Mit uns auf der Reise ist auch unser Sohn Henry. Wenn ihr auch mit dabei sein wollt, abonniert unseren Kanal, werdet Teil der Crew und kommt mit auf unsere Abenteuer. Folgt uns auf unserer Reise um die Welt. Von der korsischen Südküste aus haben wir die nördlichen Inseln des Maddalena-Archipels erreicht. Hier segeln wir an der Küste der Isla di Bodelli entlang. In diesem wunderschönen Naturschutzgebiet hier werfen wir nun erstmal unseren Anker in der Bucht von Cala Santa Maria. Wie schön die Inseln doch erst von oben aussehen müssen. Mit unserem neuen Dinghy ging es erstmal an den Strand, um einen tieferen Blick in die Bucht werfen zu können, da das Wasser viel zu flach wurde, sodass man mit dem Schiff nicht weiterkam. Schön wäre, wenn man eine Drohne hätte. Ich meine, was man hier coole Aufnahmen machen könnte. Ja. Doof, dass du unsere versenkt hast. Ja, das wäre jetzt in der Tat schön. Gerade mittags, wenn die Sonne scheint, ist das Wasser so schön blau hier. Miete.
Hier mal der digitale Überflug bei Google Earth, um eine Vorstellung von der Schönheit des Archipels zu bekommen. Da ist er nochmal, der unsere Drohne versenkt hat und schämt sich hoffentlich dafür. Was? Eine Blume. Ja, das ist genau. Es geht wieder zurück aufs Schiff, um den Abend hier in der Bucht noch ein wenig weiter genießen zu können. Von den nördlichen Inseln des Maddalena-Archipels geht es nun nochmal für uns zum bereits bekannten Palau. Sonnenaufgang und ein schöner Raumwindkurs von der Isla di Budelli Richtung Palau. Wir segeln ja wieder nach Palau, weil wir ja da nächste Woche Besuch bekommen. Und es waren jetzt gerade gut 6 bis 7 Knoten hier rüber. Angekommen in der Bucht von Palau haben wir erstmal unsere Wäsche zusammengepackt, die wir gleich in der dortigen Wäscherei erstmal dringend waschen müssen. Kriegst du gefunden? Ich will erstmal Wäsche gewaschen, ich habe schon ein bisschen was sortiert. Das ist auch allerhöchste Eisenbahn. Wir haben schon länger auf der Reise begleitet, wie diese Bucht sicher noch aus unserem Video Nummer 7 kennen. Von Palau aus segeln wir wieder nach Norden zu der namensgebenden Stadt der hiesigen Inselwelt, La Maddalena. Da es hier aber keine Ankermöglichkeit gibt und uns die Marina zu teuer ist, bleibt uns vorerst nur der Blick von Weitem. Da ist die Altstadt von La Maddalena. Wir segeln jetzt gerade dran vorbei. Also geht es wieder nach Süden, zurück nach Palau, diesmal in die Bucht auf der Ostseite. Hier werfen wir wieder unseren Anker und gehen ein bisschen am Strand spazieren.
Da sieht man nochmal die Bucht von Weitem. Und hier mal der Überblick über das Städtchen mit dem pazifischen Südseenamen. Als wir nochmal einen kleinen Stadtrundgang gemacht haben, um eine Apotheke zu finden, da man in Italien irgendwie nur dort Babynahrung bekommt, kamen uns plötzlich ein paar Millionen Euro auf der Straße in Form von Lamborghinis entgegen. Und dazwischen ein Wohnmobil. Dann wollen wir mal wieder den Berg runter zur Bucht. Hier gab es dann noch einen kleinen Imbiss, bevor es wieder zurück zum Strand ging. Unsere Viking liegt zum Glück immer noch dort, wo wir sie platziert haben. Von Palau aus ging es nun für uns weiter in den Süden der Isola Caprera, wo wir uns erstmal wieder eine Abkühlung gegönnt haben. Und auch so noch ein bisschen Quality Time mit Henry verbracht haben. Das ist so süß. Anschließend ging es eine Bucht weiter in Richtung Süden, wo wir uns mit Julia und Markus von Sailing in Cieme trafen, die uns mit ihrem Dinghy abgeholt haben. Die beiden sehr sympathischen Österreicher haben das gleiche vor wie wir und wollen mit ihrer in Cieme, einer Bavaria 46, ebenfalls die Welt besegeln. In der örtlichen Strandbar sind wir dann erstmal zusammen etwas trinken gegangen und haben uns über alles Mögliche unterhalten und unsere bisher gemachten Erfahrungen und Erlebnisse ausgetauscht. Weil wenn sie den Ohrrings macht, also tanzt oder also sie macht es fest und passt noch mal zurück. Am Abend haben wir zusammen den schönen Sonnenuntergang hier vor Sardinien genossen und auf unserem Schiff noch was gekocht und zusammen gegessen. Prost! Auf Instagram, oder? Auf Instagram Friends! Den Abend darauf waren wir dann auf ihrer Insieme zum Essen eingeladen. La 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 la.
Ich habe euch gar nicht gefragt, aber ihr esst eigentlich eh alles, oder? Ja. Mögt ihr es scharf? Diesmal gab es zum schönen Sonnenuntergang noch einen Blutmond dazu. Anschließend schauten wir uns noch das neue YouTube-Video von Sailing in Siema an, was wir euch auch empfehlen würden. Mittlerweile sind die beiden uns auch einen Schritt voraus und haben den Atlantik bereits überquert und sind in der Karibik angekommen. Am nächsten Tag ging es für uns in die Bucht von Capo d'Orso. Hier auf dem kleinen Campingplatz bekamen wir erneut Besuch und ließen unsere Viking mal wieder vor Anker liegen. Meine Mutter und ihr Lebensgefährte haben uns mal wieder besucht und einen kleinen Bungalow auf dem Campingplatz gebucht, sowie ein Auto gemietet, mit dem wir dann die etwas südlich gelegene Stadt Euboea besucht haben. Hier schlendern wir nun ein wenig durch die Innenstadt. Und über die Promenade. Sophia, hier gibt es noch was zu essen von deinem komischen Volkstier. Ich hätte auch nicht gedacht, dass du das kaufen sollst. Ja, so sind sie, die Mütter. Sophia, sind die jetzt scharf oder nicht? Nee, nicht wirklich. Weiterhin haben uns die beiden noch neue Spielsachen für Henry mitgebracht. Ein Spielzeugauto. Ja. Auch einen neuen Laptop haben wir aus Deutschland mitgebracht bekommen, da der alte leider ein paar Wochen zuvor das gleiche Schicksal erlitten hatte wie unsere geliebte Drohne. Da Mike auch in den nächsten Tagen Geburtstag hat, wollte seine Mutter natürlich auch nicht fehlen. Für uns geht es hier in Euboea dann noch über einen kleinen Markt. Mausi. Das ist doch nicht zu glauben. Ey. Hier ist natürlich nichts. Das rennt er wieder zu dir rein. Am nächsten Tag segelten wir mit den beiden dann nochmal in den schönen Norden des Maddalena-Archipels. Lein los und auf geht's! Wenn man schon hier ein paar Tage Urlaub macht, sollte man auch auf jeden Fall die Naturschutzgebiete der Inseln besuchen. Sie sind einfach das Highlight auf Sardinien und ideal zum Segeln, Schwimmen und jeder Art des Wassersports. Am Abend ging es dann wieder zurück, was Henry gar nicht gefiel. Ich glaube,
bisschen erwartet. Die Mama muss erst Essen kochen. Stopp, stopp, stopp. Ja, jetzt ist Schluss hier. Sag ich doch. Willkommen in der Maddalena. Wenn wir schon in Italien sind, gibt es auch mal wieder ein Eis. Guck mal, der reckt sich und springt gleich da raus. Lecker, lecker, lecker. Es schmeckt. Von allen Seiten Eis. Ja, da kannst du nur Granatapfel und das Sahne-Eis. Ja, hier, einmal lecker. Es gibt keinen Nachschub. Nein, nicht so viel. Hier nochmal ein Blick auf die Promenade. Und den schönen Sonnenuntergang. Nochmal schnell ein Foto gemacht. Bevor Henry realisiert hat, dass das Eis nur restlos aufgegessen ist. Hey! Mit Brötchen am Mund. Sie rupft die Nase noch mit. Ja. Mausi? Haustierschweinchen. Hast du so ein kleines Glücksschweinchen als Haustier? Hallo! Wir verlassen das Maddalena-Archipel und segeln wieder durch die Straße von Bonifacio auf die Westseite Sardiniens, um danach noch weiter Richtung Westen zu den Balearen zu segeln und mit Spanien wieder ein neues Land zu erreichen.